Das Osterreiten konnte in diesem Jahr unter strengen Corona-Auflagen stattfinden. So waren in 9 verschiedenen Prozessionen hunderte Reiter auf geschmückten Pferden unterwegs, um die Botschaft der Auferstehung Christi ins Land hinauszutragen. Der Brauch ist ein Glaubensbekenntnis der katholischen Sorben, an dem ausschließlich Männer teilnehmen. Die Routen wurden in diesem Jahr nicht öffentlich gemacht, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Die sächsische Polizei war in Zusammenarbeit mit den örtlichen Ordnungsämtern im Einsatz, um die allgemeingültigen Abstands- und Maskenregeln bei den potenziellen Besuchern am Straßenrand zu überprüfen. Allerdings lief die Prozession nicht ganz ohne Zwischenfälle ab. So ist ein 38-jähriger deutscher Reiter gestürzt. Der Sturz ereignete sich beim Zug zwischen Wittichenau und Ralbitz. Das Pferd habe auf den Sturz keinen Einfluss gehabt, so die Polizeidirektion Görlitz.